Hallo und herzlich willkommen zurück. Also ich hoffe, dass ich den Schnitt gut hinkriege. Also es ist wirklich eine Aufnahmesession. Ich habe mich gerade verabschiedet und es geht sofort weiter eigentlich. Für euch wird nun die zweite Folge beginnen. Ich hoffe, die erste wird schon mega Überlänge haben, denn ich habe mich darauf geeinigt, also ich werde versuchen, sozusagen an die 20 Minuten zu halten. Ich werde es wirklich versuchen. Die ganzen Leute hier an den Seiten zeigen mir übrigens, wo lang ich muss. Was wiederum nicht schwer ist, da wir eigentlich immer einen vorgegebenen Weg haben. Wir haben nur ganz selten kleinere Abzweige, wo wir noch vielleicht Kisten, Truhen finden und hier hakelt es wie immer. Das finde ich auch schön. Das sind so die üblichen Macken. Ich habe das Spiel jetzt seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Abgesehen vom Let's Test jetzt dieses Jahr, wo ich kurz reingespielt habe. Es sind immer die gleichen Fehler, die auftauchen. An den gleichen Stellen wird es immer ruckeln. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, euch dieses Spiel vorstellen zu dürfen. Richtig zu spielen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich will, dass jedes aklorische Stück Dreck vor Sonnenuntergang beseitigt ist. Marschiert nach New Brightwater und sichert den Weg dorthin. Tal, nimm die beiden Neuen mit. Wir treffen uns in New Brightwater. Sir. Ach ja, dieses zu viele Grinsen. Der Herr schickt seine, der liebe General schickt seine Leute in den Kampf und selber tut er nichts. Ja, noch einmal herzlich willkommen zurück bei Sudeki. Und ja, dieser General ist mir von vornherein sehr suspekt, muss ich direkt sagen. Er war es mir immer. Ich habe diesen Menschen nie leiden können. Als ich später erfuhr, wer er eigentlich ist, war ich erst recht suspekt. Also alle, die das Spiel kennen, wissen, wo, wie, in was für ein Verhältnis er zu wem steht. Was zum? Der Himmel wird dunkel. Die Leute wissen nicht, was passiert. Und eine Kutsche. Ich finde das Tier übrigens hübsch. Oh, weia. So, damit beginnt unser erster Kampf. Wird geladen. Ja, es lädt immer. Das ist so ärgerlich. Hier haben wir einen Schießer, wie ihr gerade gesehen habt. Der wollte schießen, deswegen habe ich gerade die Kombo so schnell nicht durchführen können. Ach, im Übrigen, damit ihr es gleich mal wisst, ich finde das absolut stussig, was die für Waffen haben. So, zack, 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 zack. Also ich übernehme das meiste alleine. Die halten sie maximal bloß ein bisschen mit im Schach. Und ich ahne jetzt schon, dass der im Hintergrund wieder mega laut sein wird, das Auftauchen von denen. Wie schon gesagt, ich werde mit was die Kombos angeht nicht allzu viele machen. Und besonders jetzt am Anfang, also später wird es ein bisschen leichter. Alleine weil wir dann Unterstützung von unseren anderen Charakteren haben. Oh, guck mal. Kann man auch im Kampf übrigens verkleinern. Zack. Und eine heilende Salbe. Ihr seht auch die Balken. Rot für Feinde, grün für unsere Leute. Na, mach klein. So, beseitigt. Normalerweise lassen die Gegner auch hin und wieder Sachen fallen. So, unterwegs war nun nichts, außer die eine Vase. Können wir untersuchen? Genau. Gefallene Kameraden der Imperialen Garde. Was für eine Verschwendung menschlichen Lebens. Wir gehen auch sofort weiter, denn die Prinzessin wartet auf uns. Wir hätten angeblich... Wir haben ja... Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier im Stress sind. Und bitte darauf achten, die Neulinge. Das war's. Sie sterben hier leider immer. Da ist eine Sequenz. Den General muss man so gut wie möglich als erstes klein kriegen. Dann sollte man sich etwas auf die hier konzentrieren, so die Fernkämpfer. Dann rumlaufen. Es gibt, ich glaube, drei. Im Übrigen nochmal ganz kurz. Ach, zwei waren es noch. Im Übrigen nochmal ganz kurz. Ich finde das wirklich schwachsinnig, was die für Waffen haben. Ja, hin und wieder sollte ich den Schild nutzen. Der wird nicht wirklich häufig bei mir benutzt. Bin ich ganz ehrlich. Da habt ihr es. Eine heilende Salbe wurde verloren. Zack. So. Beseitigt. Es geht sehr blutig zu. Besonders am Anfang sieht man überall rote Flecken und alles. Die Tür ist verriegelt. Der Besitzer ist ausgeflogen. Aber hier hat er eine Truhe liegen lassen. Das Räuspern bitte entschuldigen, ich bin immer noch ein bisschen vom Reizhusten geplagt.
Deswegen, ich räuspere mich, anstatt ins Mikro zu husten. Ich habe zwar kein Problem damit, weil rausschneiden klappt eh nicht immer. Die Besitzer der Farm sind leider nicht mehr geflohen. Wir speichern einmal zwischen. Ich werde übrigens jeden Speicherpunkt prinzipiell mitnehmen. So gut es halt geht. Einfach, weil es ist... An manchen Stellen wird es etwas knifflig, muss ich schon direkt dazu sagen. Es ist jetzt nicht schwer oder so, aber alleine durch die Kombos und wie die Leute halt angreifen und alles, ist es halt immer etwas komplizierter für mich. Und ich muss ja auch erst wieder in alles reinkommen. Hier brennt alles, also sind hier die Akloria schon durchgekommen. So, reden. Arlo ist der General, damit ihr das gleich wisst. Und ich greife jetzt im Ganzen ein bisschen voraus, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich finde das ehrlich ein bisschen doof, wenn ich euch im Ungewissen lasse, für die, die es nicht kennen. Arlo ist Tals Vater. Deswegen ist er so extrem erpicht drauf, Tal, ja, zu spät und pipapo, ne? So, gegen Wolfstotem erhaltet ihr hier Gabe von Kariston. Bringt ihr 4 Totems, erhaltet ihr Karistons tödlichste Waffe. Wie ihr wisst, wir haben ein Totem gefunden. Moment, das zeige ich euch gleich mal. Ach ja, unsere Aufgaben. Gabe von Kariston. Suche nach Wolfstoten und bringe sie an einen Altar für Kariston dar. Dafür erhaltet ihr reichen Lohn. Bisher wurden keine Totems dargebracht. Das Hinterland von Illumina wird von aglorischen Rittern heimgesucht. Vertreibt diese Geisel aus dem Gebiet zwischen hier und New Whitewater. Richtet euch nach den Pfeilen an der Navigationskarte links oben im Bildschirm. Er zeigt immer, ja, ja, gut. Also finde ich ein bisschen langweilig. So, die Gegner sind hier aufgelistet. Todesschütze, Angriffe, Fernangriffe, Tipps, verwendet Nahkampfangriffe. Ist ein Nahkämpfer und wir sollten Fernangriffe benutzen. Haben wir leider noch nicht, das können dann die eine Dame und der andere Herr. Nahkämpfer, Fähigkeiten, ausgezeichnet, Verteidigung. Tipps, wartet mit dem Angriff, bis sich eine Blöße gibt. Das sind die 3 Truppen, die es im Moment gibt. Hier haben wir unser Inventar, die Heilsalbe, die unsere Leben wiederherstellt und die Fertigkeitssalbe, die natürlich unsere Fertigkeitspunkte weitergibt. Die Items. Arkonitenschädel. Arkonitenschädel werden für Weissagungen verwendet und geben zudem beeindruckende, makabre Trinkgefäße her. Verkauft sie gegen Gulden an einen Händler. Auge von Scianti. Ein seltener, leuchtender Mondstein, in dem sich das ewig herbstliche Zwielicht Aglorias spiegelt. Dieser hübsche Stein sollte beim nächsten Händler ein Säckchen von Gulden bringen. Der Marmorsplitter. Beständiger Marmor ist sehr wertvoll und wird in den Häusern der Reichen und Mächtigen häufig für Mosaik verwendet. Ja, ja, verkaufen? Moskitosaugstachel. Moskitosaugstachel sind sehr stabil und deshalb ausgezeichnet als Nadeln, Essstäbchen, Wurfpfeile und Zahnstocher einsetzbar. Die Moskitos trennen sich jedoch selten freiwillig von ihnen. Wieder ein Verkaufsgegenstand? Dann der Schattenstein. Diesen pechschwarzen Edelstein findet ihr nur bei Wesen des Schattenreichs. Der Stein verkörpert die dunklen Mysterien jener Welt und ist ausgesprochen wertvoll. Verkauft ihn für glänzend Gulden an einen Kaufmann. Und das Wolluff-Pelz. Küschner lieben das strapazierfähige Fell der grimmigen grauen Wolluffs und fertigen daraus Gürtel, Mäntel und andere Kleidungsstücke. Nichts schindert mehr Eindruck bei den Damen als ein paar gut gefertigte Wolluff-Pelzhosen. Verkauft die Pelzer. Ja, ja. So, dann haben wir, das haben wir noch nicht. Wir haben Karte der Wildnis. Auf dieser Karte ist der Weg von der Burg Illumina nach New Whitewater angegeben. Schlachtenhandbuch. Wenn Sie von Feinden umzingelt sind, können Sie diese mit einem Rundumschlag, Standardtaste R, zurückdrängen. Habe ich noch nie probiert. Muss ich mal probieren im nächsten Kampf. Bin ich ganz ehrlich, ich habe das immer eingesammelt, ich habe es nie benutzt. Und hier haben wir unser Wolfstotem. Totem des legendären Kriegsherren Kariston bringt es seinem Schrein. Tun wir noch nicht. Ach ja, die Karte. Das ist das große Geländeland New Whitewater und dahin, Land Illumina und da hinten ist New Whitewater. So, wir bringen das Totem aber noch nicht da. Hier können wir übrigens was greifen. Ich werde mich auch jetzt am Anfang nicht genau umsehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, ab welchem Alter dieses Spiel ist. Denn, doch, ganz ehrlich, ich zeige euch das. Moment. Also Tal kann Blöcke verschieben. Das da. Ich zoome jetzt nicht ran. Das ist eine werte Dame, die etwas wäre und ihre Katze. Ich werde euch nicht allzu viel davon zeigen, da ich ein bisschen Angst habe, dass es auf YouTube gesperrt wird, da ich mich... Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wann dieses Spiel ist. Aber auf 12? Kann nicht sein.
Hier haben wir ein armes, einen armen Widder. Hier leuchtet etwas, das können wir nicht benutzen. Das kann die werte Prinzessin Eilish aber benutzen. Ach, das ist das da hinten, diese Pumpe, die hier so rumquietscht. Sie quietscht bis hier runter. Und diesen Kampf tun wir noch. Also in der Fall, es ist wirklich, wirklich so abschnittsbereit. Ah, da ist er. Da habt ihr immer das Schild. Ah, das war der Rundumschlag. So schnell wechselt sie ja leider nun nicht auf das Schild. Die Kämpfe sind auch bastialisch laut gerade. Ob auf den Kopfhörern oder... Ich höre das gerade alles ja leicht doppelt. Aber es ist sehr interessant mit dem Röcheln, dass ich das jetzt mal sehr deutlich höre. Haut ab! Ich will erstmal die Schießschüssel weghaben. Ah! Ich muss mal ganz kurz. Trink mal, Karl. Wir haben einen Marmorsplitter gefunden. Aha. Ja, ich habe meinen ersten Trank verschwendet. So, und wir sind ein Level aufgestiegen. Wie ihr seht, Levelaufstieg heißt nicht gleich Heilung, ne, Leute? Hier hat es ein paar von unseren Leuten erwischt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich finde die Waffen der Feinde irgendwie hübscher als unsere gerade. So, da ich mich ja nun auskenne in dem Spiel, weiß ich, wo welche Schätze verborgen sind, versteckt. Aber eigentlich findet man es recht leicht, wenn man halt die Wege abgeht. Seltener Lohn. Oben auf der Karte, wie ihr seht, man findet überall Geld. Man kann auch alles, was man findet, zu Geld machen. Oben seht ihr in dem Kreis ja unsere Karte und daran könnt ihr ja sehen, wo ihr langlaufen könnt. Eingesteckt. 250, also wir haben schon wieder die nächste Verbesserung für dann... Nee, die Rüstung können wir, glaube ich, noch gar nicht verbessern. So, hier haben wir einen seltsamen Kreis. Ein prähistorischer Steinkreis, wofür der wohl errichtet wurde. Dieser Steinkreis ist für später noch sehr wichtig. Das Gehöft hat wieder keinen Besitzer. Das verschieben wir, denn hier kann eine von den Damen nachher hochklettern. Die werte Buki nämlich. Ach ja, und Elko wird uns auch begleiten, damit ihr gleich mal wisst, wer denn. Deswegen wurden die in der Vorsequenz so deutlich angezeigt. So, Landesinnere. Speichern von Sudeki. Bitte warten. So, den nächsten Kampf schaffen wir auch noch. Aklorische Missgeburt. Ich hasse sie. Na nun? Ach, ich hab schon gedacht. So, damit ihr das mal seht, den Knochenspalter benutze ich hier prinzipiell. Alle, die mir im Weg stehen, sollen sterben, sagt er hier übrigens. Weil wenn ich das hier nicht benutze, A, der Kampf zieht sich mega in die Länge und B, wie ihr gerade seht, er explodiert, der Feind. Also dieser aklorisches irgendwas. Ich habe es benutzt, jetzt ist die blaue Leiste natürlich leer. Oh, ja, dieser aklorische Missgeburt sind leider schon andere begegnet. Damit ihr das aber auch gleich wisst, diese Kreatur war nicht das, was die meinten vorhin. Hier haben wir wieder keine Besitzer mehr für Gehöft und Besitz. Da vorne ist das Haus von denen, vermute ich mal. Dass diese aklorische Missgeburt war nicht das, was unser lieber Freund gesehen hat, glaube ich. Er meinte das, was noch vor uns liegt. Und? Nein, Vorführeffekt. Hier, wenn ich über diese Brücke gehe, lädt er normalerweise hier das Friedhofsgebiet. Red mit mir, Freund. Schön, euch zu sehen. Noch keine Spur von der Prinzessin. Die Leute hier meinen, sie soll die Gegend passiert haben, bevor es losging. Sie könnte es bis nach Brightwater geschafft haben. Das wäre natürlich sehr toll, wenn sie es geschafft hätte. Kann man mit dir auch reden? Nee, mit dir konnte man nicht reden. Mit ihm. So, die Akloria haben diesmal ein ganzes Heer geschickt. Bei so vielen Toten und Verletzten sind wir auf jede Hilfe angewiesen. Auf jede Hilfe. Natürlich, können sie kriegen. Er ist verletzt, da hinten sitzt ein Verletzter. Es sieht nicht gut für unsere Leute aus. Die Frischlinge haben wir ja auch nun auch schon verloren. Die haben es leider nicht bis hierher geschafft.
Wie gesagt, es passiert immer. Aber was will man denn machen? Hier haben wir den Friedhof. Ich würde sagen, den lieben Herr Pfarrer oder einen seiner Gehilfen hat es leider auch erwischt. Denn er hat ein bisschen was anderes an als die anderen bisher. Aber so viel verschiedene Kleidung gibt es hier nur nicht. So ein Flammenelixier haben wir gekriegt. Ist gleich in die Schnellwahlleiste gefallen. Hier glitzert es noch einmal. Haben wir das überprüft? Nein. Gut. Also, wie gesagt, es kommen noch Eilish dazu. Buki können wir später spielen. Und natürlich auch Elko. Jeder hat natürlich es auf seinem Gebiet mit seinen Waffen gut. Buki, wie ihr ja nun schon vermutet habt, kämpft nicht mit einem Schwert. Das ist übrigens das Coolste, was man hier machen kann. Ja, ich hätte vorher vielleicht eine Heilung tun sollen. Mach ich mal jetzt. Da ich genug davon gefunden habe, glücklicherweise. Also es ist wirklich nicht oft, dass ich das zweimal bis nach Whitewater benutze. Also in der ersten Kampfsequenz, sagen wir es mal so. Es ist nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten Glück bisher mit dem, was wir in den Kisten gefunden haben. Denn so viele von diesen blauen Dingern, von den Fertigkeitsscheiben, bekomme ich wirklich nicht am Anfang. Deswegen, ich liebe den Vorteil-Effekt prinzipiell. Also hier ist es eigentlich am besten, wenn ich eine Kombo durchsetzen würde, weil alleine es macht mehr Schaden. Allerdings, ja, es ist nicht wirklich, dass ich groß dazu komme, denn die greifen auch ziemlich schnell an. So, wir haben immer noch 4 Fertigkeitssachen, denn wir haben eine im Kampf gerade wieder gefunden. Finde ich super. Heile Salben haben wir auch mehr als genug. Ich finde das exzellent heute, was wir hier zusammen sammeln. Und, jetzt wollte er gegen Steine rennen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, auch wenn es von der Grafik her halt schon älter ist und jetzt nicht so mit den neuen Spielen mithalten kann, finde ich es wirklich klasse gemacht. So, gesperrt. Das Klohäuschen. Hier hinten gibt es nichts weiter. Wir können halt das Feld uns nur angucken, ein bisschen genauer. Hallo. Okay, er meint den dahinter sich auf dem Stuhl, den gucken wir uns dann auch gleich an. Was wisst ihr über die aklorischen Truppen? Ja, dieser Riese. Was hat es mit diesem Bruchbude auf sich? So, auf Wiedersehen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob es Meckerer geben wird, denn ich werde... Ach ja, wir waren ein Level aufgestiegen. Denn ich werde den Hintergrund nochmal ein Stück hinunternehmen. Es ist unerträglich, diese Lautstärke. Ach ja, die Missgeburt. Angriffe, Nahkampf, Fähigkeiten, immer gegen Zustände, immun gegen Zustände, Vergiftung und Betäubung, können ihre Kraft verstärken, um doppelten Schaden anzurichten. Tipps, haltet euch fern von ihnen, wenn sie tödlich verletzt sind. Sie zerstören sich selbst und fügen Umstehenden zu Schaden zu. Das meinte ich mit, sie machen Boom. So, Schutz tragen. Hebt sämtliche magische Zustände auf und heilt 750 HP. Heilt Vergiftung und heilt Schwäche. Nutze ich meistens auch selten. So, das erste setze ich auf jeden Fall, zu aller Überraschung, auf Gesundheit. Obwohl ich normalerweise auf Fertigkeiten in dem Punkt schon gehen würde, setze ich es heute auf Gesundheit. So. So, Aquatikpanzer. Aus dem Panzer der Aquatiklerovs, üble Krebskreaturen, werden extrem widerstandsfähige Rüstungen gefertigt. Waffenschmiede und ihre militärischen Kundschaft sind immer erpicht auf solche Panzer. Wenn ihr clever seid, verkauft ihr sie an einem der Händler. Ja, hat man schon. So, hat man auch schon alles. Solltet ihr sehen, dass ein Schatz neu dazugekommen ist und ich ihn nicht vorlese, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was dazu wissen wollt. Das Saphir-Elixier heilt Verlangsamung. Steht ja auch schön unten da. So, hier oben, die Hütte gucken wir uns gleich mal an.
Osten hier außen ist allerdings nichts mehr weiter. Wir können es halt ein bisschen uns angucken. So, wird geladen. Wir betreten kurz die Hütte. Hier haben wir noch einen zum Reden. Habt ihr von dem Schatz gehört, der hier drin versteckt sein soll? Wenn hier ein Schatz... Und da war das Spiel abgestürzt. Damit beende ich hier die Folge. Ihr werdet jetzt bestimmt schön schwarzen Bildschirm sehen. Und damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Und ich sag ciao!